Hallo, hier ist Muho wieder aus Osaka. In der nächsten Frage geht es um das Thema Tyrannenmord. Wieder eine Frage, wo ich das Gefühl habe, ein 12-Minuten-Video wird nicht reichen. Nicht nur, weil es ein komplexes Thema ist, sondern weil ich auch mit der fragenden Person einen längeren Austausch hatte und im Lauf des Austauschs wurde es immer schwieriger für mich am Ende wirklich zu verstehen, worum geht's uns jetzt genau. Ne? Also es begann damit, ich glaube, diese Person kommt aus einem christlichen Kontext heraus. Ne? Sie hat mir ihre Erfahrungen im Christentum mitgeteilt, ne? Und mich gefragt, ob das nicht auch sehr nah dran ist an dem, was ich im Zen so erfahren habe. Und ich habe gesagt, ja, in der Tat. Ne? Und ich habe ihr dann eine Frage gestellt, was mich damals beschäftigte, nämlich im Neuen Testament, da gibt es ja die Geschichte, wo Frauen mit ihren Kindern zu Jesus kommen. Und die Jünger sagen, nee, der Jesus, ne? Der hat genug zu tun mit den sorgenden Erwachsenen, der kann sich nicht noch um eure Kinder kümmern. Da sagt der Jesus, nein, nein, um Gottes Willen, lass die Kinder zu mir kommen. Dann aber an einer anderen Stelle, da hören wir von einer Frau, ich glaube, es war keine Jüdin, ne, sondern sie kam von wo irgendwo anders her. Ne, die hatte eine Frage, irgendwelche Sorgen, vielleicht wollte sie irgendwas diskutieren mit dem Jesus, ich weiß es nicht. Ne, die Jünger führten sie zum Jesus. Und der Jesus sagte berühmterweise, ich werde doch meine Perlen nicht vor die Säue werfen. Und ich glaube, die Jünger mussten ihn dann erstmal dazu überreden, was er dann auch am Ende getan hat, sich um diese Person, ich glaube, es war eine Frau, ich weiß es jetzt nicht genau, ne? Einzulassen. Ne? Und meine Frage eben war, an diese Person, ja, ist das nicht ein bisschen komisch? Ne? Wir würden doch vom Jesus erwarten, dass er als Bodhisattva nicht nur die Kinder zu sich kommen lässt, sondern ja eigentlich alle Menschen, die was von ihm wollen. Ne? Wenn der Jesus nicht dieses Kreuz auf sich nimmt, wer dann? Wenn der Jesus nicht bereit ist, seine Perlen vor die Säue zu werfen, ne? Was bedeutet das, sein eigenes Kreuz auf sich zu nehmen? Ne? Und darauf antwortete diese Person, ja, vielleicht hat der Jesus das auch getan, um seine Schüler, seine Jünger zu schützen, denn er wusste ja, er wird früher oder später am Kreuz enden. Und er sagte ja auch seinen Schülern, ihr solltet zu zweit, also nicht alleine, zu zweit in die Fremde gehen und ja, predigen, ne? Die predigen, die gute, die frohe Botschaft weitergeben. Aber Jesus wusste aus eigener Erfahrung nur allzu gut, dass sie dann auch angegriffen werden würden, ne? Von den Säuen und von den Hunden, die sie zerfetzen wollen. Und wenn man da nicht vorsichtig ist und eben darauf achtet, dass man seine Perlen nicht vor die Säue wirft, dann kann es auch passieren, dass man ja zerfetzt wird, ne? Eben einfach, weil man nicht die Kraft hat. Beziehungsweise man muss sich halt trotz aller Nächstenliebe und Feindesliebe auch realistischerweise gegen die Säue und die Hunde wehren. Ne? Das war die Antwort dieser Person und darauf schloss sich dieses Problem des Tyrannenmords, ne, Bonhoeffer, im Zweiten Weltkrieg an. Ich lese mal die Frage vor, die ein bisschen länger ist und meine Reaktion darauf macht es alles noch länger. Ne? Aber lass uns mal beginnen. Folgende Frage, apropos Bonhoeffer. Da habe ich jetzt mal eine Frage auch an dich in Bezug auf Passion und ganz zur Weide werden, was ich ja immer wieder verwende, diesen Begriff, ne, dass man sich nicht zurückzieht auf den
Himmel, die Himmelsposition der Neutrale beobachtet und einfach die Welt so sieht, wie sie ist, sondern zur Weide wird für die Schafe und die auch mal auf sich herumtrampeln lässt. Und wenn die auf mir scheißen wollen, was soll's, ne? Darauf bezieht sich die Frage, Passion und ganz zur Weide werden, die dir, glaube ich, noch nicht gestellt wurde, also die Frage. Habe extra den Begriff gesucht, also in der Suchfunktion, schätze ich mal, ne? Er wurde kurz vor Kriegsende, Bonhoeffer, ne? Bonhoeffer wurde kurz vor Kriegsende auf ausdrücklichen Wunsch von Adolf Hitler noch gehängt, weil er im Kontext des Attentats vom 20. Juli 1944 stand, also den versuchten Tyrannenmord unterstützte. Im Dritten Reich werden sie das natürlich so nicht genannt haben. Sein Widerstand war also nicht gewaltlos, wie in der Bergpredigt, ne? Sondern der Versuch, Verantwortung zu übernehmen und durch Unterstützung der Tötungspläne für einen Einzelnen millionenfaches Morden und einen Wahnsinnskrieg zu stoppen. Ob der Tyrannenmord erlaubt ist im Christentum, wird immer wieder sehr kontrovers diskutiert. Und für viele ist der perfekte Christ das perfekte Lamm. Und sie sehen daher vollkommene Gewaltlosigkeit gegenüber Menschen, auch den krassen Hunden, im Gegensatz zu den Normalbürgern, der Welt für unabdingbar. Ihr sollt die Perlen nicht vor die Säue werfen, damit die Hunde sie nicht zerreißen. Kreuzweg zulassen ist auch Quatsch. Auch so kann man es lesen. Hat der Apostel Bonhoeffer es vielleicht gelesen? Also was die fragende Person hier, ich glaube, sagen möchte, ist, Bergpredigt hin und her, ne, alles schön und gut. Und auf den Standpunkt stellen sich dann ja auch manche Christen und sagen, selbst wenn es um Adolf Hitler geht, ne, du musst den Feind lieben oder zumindest du hast kein Recht, ihn zu töten, selbst wenn es Adolf Hitler ist. Ne. Schön und gut, aber dann gibt es ja auch noch die Lehre davon, dass man die Perlen nicht vor die Säue werfen soll, damit die Hunde sie nicht zerreißen. Und da das eigene Leiden zu akzeptieren, eine Sache, darum ging es ja auch im Dezember letzten Jahres, aber darf man wirklich das Leiden von Millionen anderer Menschen akzeptieren? Würde das nicht bedeuten, die Perlen vor die Säue zu werfen? Und sollte man nicht lieber einen Hund oder eine Sau opfern, um die Perlen zu retten, ne? Das sieht diese Person hier als die Einsicht oder das Verständnis, das unter Umständen der Bonhoeffer gehabt haben könnte, als er sich dafür entschloss, die Tötungspläne zu unterstützen. Weiter mit der Frage. Zudem ist gelebte Gewaltlosigkeit ja eine Entscheidung, die ich nur für mich selbst so treffen kann. Also glaube, darum ging es auch im Dezember, als es heißt, ja, Leiden akzeptieren, ja, aber das kann ich ja nur für mich entscheiden. Ich kann ja oder darf ja nicht auch sozusagen akzeptieren, dass andere auch leiden sollen, ne? Wenn ich die Möglichkeit hätte, dieses Leiden zu unterbinden. Die eigene andere Backe hinhalten, ja, aber ich kann doch nicht die Backe der anderen hinhalten, ne? Das eigene Kreuz schultern schön und gut, aber ich kann doch nicht andere dazu zwingen, dass sie ebenfalls ihr Kreuz schultern sollen. Ich glaube, so ist das hier gemeint, ne? Das unfreiwillige, brutale Leiden anderer dürfte bei Bonhoeffer eine entscheidende Rolle bei seinen Entscheidungen gespielt haben. Was sagt der Zen-Buddhismus zum Tyrannenmord? Wie die fragende Person selbst sagt, selbst im Christentum wird diese Frage kontrovers diskutiert. Insofern
die eine Meinung des Zen-Buddhismus zum Tyrannenmord wird es nicht geben, ne? Aber dazu gleich. Das Leiden, das im Buddhismus beendet wird durch Erleuchtung, ist ja immer nur persönlich oder individuell verwirklicht. Oder sehe ich das zu samsara-mäßig gerade? Erleuchtung, die im KZ zu Tode gefoltert wird, statt in Antaiji zum Wecken für die nächste Zen-Kissenschlacht durch die Gänge rennt. Wie geht man damit um im Zen? Besonders mit dem letzten Teil dieser Frage konnte ich sehr wenig anfangen. Deshalb habe ich der Fragestellerin dann zurückgeschrieben, ja, was meinst du denn genau mit diesen einzelnen Fragen? Worauf sie dann wiederum geantwortet hat, was aber leider dazu geführt habe, dass ich noch weniger verstehe, ne? Insofern, ich komme darauf morgen beim nächsten Mal nochmal zurück und vielleicht noch ein zweites Mal, aber ich fürchte, die Antwort wird letztlich lauten, wie so oft, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, aber ich bin gerne bereit, mir darüber Gedanken zu machen und darüber zu schwurbeln, und das werde ich auch tun. Bis dann. Tschüss.